Lass uns über zwei absolut missverstandene, geliebte und gehasste Messer sprechen, und zwar das Heckler & Koch und das Benchmade Bugout. Wenn du meine Meinung dazu wissen willst und sowieso und überhaupt und dir vielleicht überlegst, eins zuzulegen, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du am Messerkanal dabei bist. Diese zwei Messer sind, zumindest in meiner Wahrnehmung, gehasst und geliebt. Und zwar einerseits einmal das Benchmade Bugout hier. Da wird immer wieder gesagt, schau mal her, das ist so ein Billigteil und das lässt sich da jetzt hin und her biegen und sowieso und überhaupt, und der Preis ist zu hoch, kommen wir gleich dazu. Und dann hier das Heckler & Koch, billige Eigenwerbung, es gibt natürlich alles für meinen Shop, ich gebe da den Link. Und hier heißt es, ja, die haben keine eigene Produktentwicklung gemacht und das ist fürchterlich und schau dir das an und das ist hässlich und das ist auch zu teuer und das bringt nichts und sowieso und überhaupt. Fangen wir beim Benchmade an. Es ist ein sehr leichtes, kompaktes Messer. Viele sagen dann, es ist nicht taktisch genug. Na gut, wenn ich ein taktisches Messer will, zum Zustechen oder sowas, dann muss ich auch zum Bailout greifen. Das ist einfach vom Design her anders. Ja? Das kann ich auch nicht zusammendrücken, das kann ich auch nicht biegen, weil hier innen ja, Stahl oder was auch immer die da Metalleinlagen gemacht haben. Das ist ganz eine andere Welt. Aber das hier ist ein leichtes, kompaktes EDC-Messer. Ich weiß, dass es nicht 42A konform ist. Dann auch das Axis-Lock, das ist so fürchterlich, das hält nichts aus. Das ist ja auch kein Bushcraft-Messer, mit dem ich einen Baum fällen will. Ich meine, schau, das ist auch billige Eigenwerbung, dann hol dir einen Biber, mit dem kannst du hacken, mit dem kannst du haben. Das ist eine ganz andere Liga. Aber den wirst du nicht immer mit dabei haben. Außer im Wald vielleicht. Aber das ist ja die Idee. Und ich weiß nicht, ja, Bugout. Ich gehe davon aus, wenn ich eine Bugout-Situation habe, dann brauche ich vielleicht ein Messer. Und dann ist es so, dass ich ein Messer haben will, dass sie das schön schneidet. Das aber nichts wiegt. Und da ist dann zum Beispiel das Heckler & Koch nicht so gut. Also ich verstehe die Diskussion auch nicht. Weil da kommt dann auch immer wieder, also das ist ein Klumpert hier, weil das lässt sich zusammenbiegen. Ja, die haben überall gespart an Gewicht. Zumindest meiner Meinung. Das Messer ist aber so erfolgreich, dass es sogar China-Plagiate gibt. Das ist übrigens kein Plagiat, das ist ganz klar. Weil es einfach ein gefälliges, schönes, knappes, tolles Messer ist. Super Stahl, daher auch der Preis, und wenn ich mich nicht irre, ist es made in USA. Und daher kommt auch immer wieder diese Diskussionen. Ich habe jetzt vor kurzem am Shop-Kanal, am großen Kanal sozusagen, ein Video hochgeladen zu einer Tasche, die made in Germany ist. Und die hat ihren Preis, nicht weil ich einen Porsche fahren will, was ich niemals tun würde, aber unabhängig davon, nicht weil ich mir einen Palast bauen will, sondern weil der Einkaufspreis einfach so hoch ist, weil der es produziert, andere Kosten hat als jemand, der in China produziert. Ist so. Wenn ich dann ein Messer habe, das in China produziert wurde und das in die Kamera halte, dann heißt es wieder, das ist ja nur billiger China-Scheiß. Also das hängt immer davon ab, wie du es siehst, wie du mit diesem Thema umgehen willst. Und daher, die machen das in Amerika, made in USA, nicht die Plagiate jetzt, die du um 10 Dollar kaufst, auf Alibaba, wie schon, wie die alle heißen, sondern ich spreche von den Originalen. Und dann hast du hier einen S30 V-Stahl, das heißt auch nicht irgendwas, oder das ist halt einfach so, das kannst du gut oder schlecht finden, aber ich finde dieses Bashing, was da betrieben wird, einfach unnötig. Man kann das Messer gut oder schlecht finden, das ist überhaupt kein Thema, und wenn jemand sagt, das ist mir zu teuer und das bringt mir nichts und das ist nicht gut und so weiter, dann ist ja das alles okay, das mache ja ich genauso. Nur will ich halt einfach Äpfel mit Äpfel vergleichen, und daher, der Preis ist wirklich heftig, ich gebe es zu, der Preis ist wirklich heftig, aber du hast halt etwas Besonderes. Sagen wir das jetzt mal so. Das mit dem Axis-Lock, also ich verstehe auch nicht genau, wo da jetzt das Problem bei diesem Messer sein soll, weil es ein Axis-Lock hat, das braucht nicht mehr an Stabilität, das reicht so. Beim Heckler & Koch kann man das schon ein bisschen anders sehen, denn das ist ein klassisches taktisches Messer, einfach ja, von der gesamten Struktur her. Ja? Also das ist einfach, ja, und auch da kann man jetzt wieder sagen, ist es in Ordnung, dass dieses Messer, made in USA übrigens, ja, ist zumindest meine Information. Und ich, wie gesagt, wenn Benchmade schreibt made in USA und es dann trotzdem in China produzieren lässt, dann ist das Betrug.
Aber ich habe keine Beweise. Und ich habe mir auch die ganzen Videos angeschaut, also viele Videos angeschaut. Es hat keiner einen Beweis, dass das aus China kommt. Also gehen wir davon aus, dass das stimmt, was sie uns erzählen. Bei dem Messer kann man aber zumindest sagen, okay, es ist eher taktisch. Klar, ist auch viel wuchtiger, viel größer. Du hast einfach mehr in der Hand im Vergleich jetzt zu diesem Bugout, weil das ist wirklich mini-fipsig. Und hat natürlich, und das muss man auch dazu sagen, kommen wir nochmal ganz kurz zum Bugout zurück. Wenn du wirklich in Holz schneidest und zusammendrückst, dann drückst du natürlich das hier zusammen. Ja? Und das spürst du beim Schnitzen. Und das macht den einen oder anderen vielleicht nervös. Das mag sein. Aber das ist halt für so ein Bugout-Messer durchaus in Ordnung. Wenn du das nicht willst, wenn du aber ein Benchmade vom Stil her haben willst, unabhängig jetzt von der Farbe und der Tanto-Klinge und solche Dinge, dann nimm dir zum Beispiel das Bailout und haben viele andere natürlich auch. Da drücke ich nichts zusammen, weil hier eine Stahleinlage mit dabei ist. Ja? Und daher, da drückst du dann halt auch nichts mehr zusammen. Aber das ist auch deutlich schwerer. Ich meine, es ist noch immer ein Leichtgewicht, zumindest im Vergleich zum Heckler & Koch, aber das merke ich. Also Ja, gut. Also das muss uns bewusst sein. Hier kann man zumindest sagen, okay, ich habe hier ein wuchtiges Messer, liegt extrem gut in der Hand, für meine Hand zumindest. Man kann den Clip auf die andere Seite wechseln, ist alles cool, ist wirklich alles super. Aber warum haben die Burschen einen Axis-Lock gemacht? Wäre es nicht besser, sie hätten einen Backlock gemacht? Über das kann man diskutieren, das kann man alles tun, das ist in Ordnung. Aber sie haben sich eben dafür entschieden, ja, diesen Mechanismus ja, so auszulegen. Ist es gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ideal, wenn man mit Handschuhen arbeiten will, kann ich da auch gleich sagen. Ich bin ja nicht so der Taktiker. Ja? Also Taktiker. Ich bin halt nicht der taktische Messernutzer. Also ich muss nicht kämpfen. Ich bin kein Soldat. Ich bin keine Einsatzkraft. Daher ist das für mich nicht relevant. Aber natürlich, für jemanden, der jetzt Handschuhe aus Berufsgründen trägt, zum Schutz und was auch immer, also das liegt super in der Hand. Das liegt wirklich super in der Hand, aber das ist ja auch nicht zum Schnitzen da, zum Buschkräften, zum Waldurlaub gehen, sondern es ist ein Einsatzmesser. Und da ist es mit diesem Axis-Lock meiner Meinung nach auch großartig gelöst. Denn der Nachteil natürlich bei einem Backlock wäre, dass ich das mit einer Hand nur schwer, man natürlich, das geht auch, da kann man dann, aber das ist fummelig. Aber hier kann ich schnell auf und zu machen. Ja, ich schaffe es anscheinend nicht. So, na komm hier rein. Ja. Ist so. Was ich bei beiden Messern insgesamt halt, weil es eben dieser taktische Bereich ist, das sind diese Chimpings, die ich halt nicht leiden kann, aber die sind einfach so, die sind sogar im Griff da mit eingebaut. Beschweren sich auch manche, dass das im Griff mit eingebaut ist. Kann ich verstehen, weil ich Chimpings auch überhaupt nicht leiden kann, also das ist überhaupt nicht meine Welt. Muss aber fairerweise dazu sagen, bei einem taktischen Messer ist das etwas anderes. Weißt du, das ist das, was man nämlich mir persönlich am Nerv geht. Das kann man auch kritisieren. Meiner Meinung dazu kritisieren ist gut. Wenn ich ein Bushcraft Outdoor Survival Messer habe, das nicht dafür gemacht ist, um irgendjemanden abzustechen, etwas umzustechen oder sonst irgendetwas, sondern zum Hacken, zum Hauen, zum Holz bearbeiten im Großen und Ganzen, dann ist ein Chimping einfach unnötig, meiner Meinung nach. Jetzt kann man das sagen, dass man das trotzdem will, dann ist es ja auch gut und wenn du ein Chimping willst, ist es gut. Aber bei mir kommen da keine Chimpings drauf auf solche Messer. Wenn ich aber auf der anderen Seite etwas im taktischen Bereich habe, dann muss man mit dem irgendwie halt auch leben. Und ich lebe auch damit. Und das muss da bewusst sein. Aber sie haben das Chimping zumindest nicht so gemacht, dass wenn du mit dem Daumen da drüber fährst, dass du dir die Haut abraspeln kannst. Ne? Das ist dann ein Schaß mit Quasteln. Und das ist hier genauso, das ist auch beim Benchmade. Da ist halt das Chimping nur im Griffbereich angelegt. Vorne bei der Klinge ist das nicht der Fall. Und es ist einfach so. Ich habe das hier auch in einer Carbon-Ausführung. Das habe ich jetzt aktuell nicht hier. Schaut auch sehr schön aus. Und bei der Carbon-Ausführung ist es auch so, die kann ich nicht zusammendrücken. Die ist auch etwas schwerer und ja, ist so. Und jetzt noch einmal zum Preis zurückzukommen zu diesen beiden Messern. Ich weiß, das ist beides heftig. Und zwar, weil Benchmade dementsprechend Geld nimmt, dann besonders, wenn wir das in die Europäische Union importieren, haben wir einen Zoll, ja, müssen eine Einfuhrumsatzsteuer zahlen, die man aber dann als Gewerbetreibender wieder gegenrechnet, aber trotzdem, man muss das vorfinanzieren. Die Teile kann ich nicht einfach so auf salopp bestellen, sondern da braucht man dementsprechende Beziehung dazu zu Benchmade. Also das ist jetzt nicht einfach so gemacht. Und dadurch haben die halt auch ihren Preis. Sie sind schon im Preisniveau höher und dann noch einmal den Zoll dazu und so weiter. Und der Zoll geht auf den Einkaufswert. Das heißt, wenn ich ein China-Messer mir hole,
das im Einkauf, weiß ich nicht, $7 kostet, $10, $12 kostet, zahle ich einfach weniger Zoll als bei einem Messer, das einen 10-fachen Einkaufspreis hat. Oder vielleicht sogar einen 15-fachen Einkaufspreis hat. Weißt du, was ich damit meine? Das heißt, allein die Grundkosten sind andere. Und daher kostet dieses Messer im Vergleich zum Kinobomber, ist unabhängig davon, dass das jetzt ein anderer Stil ist, einfach deutlich mehr. Und wenn dir das nicht wert ist, dann verstehe ich das und sagst erst, ich habe das Geld nicht oder ich kann mir das nicht leisten oder ich will mir das nicht leisten, dann ist es ja gut, dann nimm den Kinobomber und werd glücklich damit, das ist ja nicht schlecht. Aber daher, mir kommt das immer so vor, wie diese Fabel von dem Fuchs und ich glaube, eine Weintraube oder was, eine Kirsche, irgendeine Frucht. Und der sieht die da, der Fuchs geht da unten und sagt, boah, die ist so gut. Ich will sie haben und springt und versucht raufzuklettern und macht und tut. Und dann schafft er es nicht und am Schluss sagt er, die wäre sowieso sauer gewesen, ich wollte sie sowieso nicht und geht. Und so kommt mir das bei solchen teuren Messern auch vor. Dass man sagt, okay, das ist Halsabschneiderei und die wollen alle nur bla bla bla. Gut. Es ist einfach so, wie es ist und man kann das gut oder schlecht finden und das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, jetzt noch einmal zu den Messer zurück und dann bin ich wirklich fertig. Boah, ich rede schon wieder wahrscheinlich 20 Minuten. Wenn dir der Stil gefällt, wenn du sagst, das ist mir das Geld wert, dass ich hier einen S30V Stahl made in USA mit diesem Design habe. Wenn ich hier ein, ich weiß, dass das nicht Heckler und Koch selber produziert, aber ein made in USA Messer mit 154 cm Stahl, mit taktischer Ausführung und super und im Heckler und Koch Design passend haben will, dann bist du dabei und machst sicher keinen Fehler, weil die Messer als solches gut gebaut sind. Und wenn du sagst, das ist mir zu teuer und da kacke ich drauf und das ist sowieso alles, auch dann ist okay. Ich war so böse jetzt. Nein, aber es ist immer, warum ich das Video jetzt mache, liegt daran, dass ich Nachricht bekommen habe, jetzt einerseits einmal wegen dieser Tasche oben beim Iklicken, ja, aber das ist halt so, dass man, aber besonders bei dem Messer und eben beim Backout, so nach dem Motto, Reini, ich bin so enttäuscht von dir, dass du diese Produkte im Sortiment hast, denn die sind total überteuert und total falsch konstruiert und total falsch gemacht und sowas und überhaupt. Und ich bin so enttäuscht, dass du die im Shop hast. Und da wollte ich einfach einmal ein Statement dazu geben. Das war's. Jetzt bist du dran. Schreib mal einen Kommentar an Bösen, an Lieben, an einfach nur für den Algorithmus irgendein Schaß. Ist alles gut für mich. Daumen nach oben. Du darfst mir auch einen Daumen nach unten geben. Ist nämlich voll cool. Weil auch das findet der Algorithmus voll super. Also Daumen nach unten geben, taugt mir auch. Billigste Eigenwerbung. Ich gebe dir den Link in meinen Shop. Da kannst meine Messer checken. Du kannst diese Messer checken. Schau auf Aldo.at vorbei. Da kannst du die Messer dann auch einmal ausprobieren. Oder ein bisschen spielen. Das war's. Dein Reini Rossmann. Und ciao, ciao.